den Vertreter der Presse, den Gästen in Düppelhoich, sowie den Fans in den Umläufen zur Pressekonferenz nach dem DEL-Meisterschaftsspiel unseres Scorpions gegen die Freezers aus Hamburg. Zunächst einmal die offiziellen technischen Daten der Deutschen Eishockeyliga. Endstand 0:4 für die Freezers. Zuschauer 4.075, Schüsse aufs Tor, 24 Hannover und 39 Hamburg, sowie Strafen 10+10 für die Scorpions und 14+10 für die Freezers. Darf ich zunächst unseren Gästetrainer Benoit Laporte zum Sieg gratulieren und ihn um sein Statement bitten. Okay, schönen Abend zusammen für die beiden Leiter. Ja, für uns war es ein bisschen wie eine Einspiel mit der Leistung von unseren Zuschauern, unseren Fans. It was sehr, sehr laut und it was sehr, sehr gut für uns. Und für Eishockey denke ich, das war eine unserer besten ersten Drittel dieses Jahr. Die Mannschaft war bereit von den ersten Minuten und so denke ich, wenn du spielst wie das, die ersten 20 Minuten, du bringst Tempo im Spiel und dann sicher, dass Hannover ist eine sehr gute Mannschaft, sehr, sehr hart gekämpft, weil ich denke, dass Coach Nepper sehr stark in den dritten Drittel und hast die richtig parat gemacht und wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Auslandsspiel. So viel Glück, Hannover für das nächste Spiel. Danke sehr. Soweit unser Gästetrainer Benoit Laporte. Darf ich unseren Trainer Igor Pavlov ebenfalls um seine Analyse bitten? Guten Abend zusammen. Im Großen und Ganzen klar ist für Hamburg, die waren heute besser als wir. Vorne nur die Tore, heute auch mehrere Powerplay-Situationen und hinten mehrere grobe Fehler, waren sofort gestraft von gutem Team aus Hamburg. Also es geht weiter und wir vorbereiten uns schon für das nächste Spiel in dieser Woche. Danke. Soweit unser Trainer, Igor Pavlov. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Keine Fragen, dann darf ich Benoit Laporte und seinem Team eine angenehme Heimreise wünschen und uns Scorpions viel Erfolg beim Auswärtsspiel in Iserlohn. Wir sehen uns wieder am 30. Dezember, dann circa hier um 14.30 Uhr in der Tour, dann in die Haie aus Köln. Im Namen der Nova Scorpions vielen Dank für die heutige Unterstützung. Genießen Sie noch den zweiten Weihnachtstag. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss.